Hallo, liebe Deutschlernende. Heute geht es um das spannende Thema Masterminds. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Eine der vielen Dinger, die ich für euch mache. Fühlt sich einfach richtig toll an hier. Heute kann ich leider nicht rausgehen. Oh, das Fleisch. Oh ja. Aber heute nicht. Ich glaube, nichts, 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 nichts. Jetzt mach doch mal das Video aus. Mache ich. Der Schnelltipp: Abstraktes Grammatikwissen und auswendig gelernte Regeln helfen dir nur bis zu einem gewissen Grad. Dieses Wissen kann dir dabei helfen, dich selbst zu überprüfen. Wenn du Deutsch sprichst oder Deutsch schreibst, dann kannst du mit deinem Grammatikwissen und deinen auswendig gelernten Regeln diesen Text überprüfen. Allerdings ist das Problem, dass dir die Sätze nicht gleich von vornherein so ins Gehirn kommen. Ja? Wenn du ganz viel Deutsch erwirbst, das heißt, indem du ganz viel Deutsch liest und hörst, dann hast du den Vorteil, dass dir die deutschen Sätze automatisch korrekt oder weitestgehend korrekt in den Kopf kommen. Was ist ein Mastermind? Und warum benutze ich ein englisches Wort? Wie bei vielen Wörtern in der deutschen Sprache haben wir auch dieses Wort aus dem Englischen übernommen, beziehungsweise ich kenne keine gute Übersetzung für diesen Begriff Mastermind. Und zwar ist ein Mastermind ein Zusammentreffen von mehreren Menschen, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Man könnte es beschreiben als eine kleine Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig unterstützen. Eine typische Größe für ein Mastermind ist 2 bis 5, 6, 7 Menschen, ja? Und diese Menschen reden regelmäßig miteinander. Einmal pro Woche oder auch mehrere Male pro Woche. Bei manchen Masterminds ist es so, dass sie einmal im Monat miteinander reden. Und sie treffen sich entweder oder sie reden übers Internet miteinander. Und wirklich das tolle Konzept an so einem Mastermind ist, dass man sehr viel mehr Potenzial hat als Gruppe. Ne? Wenn man als Gruppe versucht, ein Ziel zu erreichen, dann hat man viel mehr Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann, viel mehr Wissen, auf das man zurückgreifen kann. Ja? Und ich bin zum Beispiel in einem Mastermind und zwar rede ich jede Woche mit anderen Menschen, die auch etwas Cooles im Internet machen, ja? Die auch versuchen, den Leuten etwas zu geben, was ihnen in ihrem täglichen Leben hilft. Ja? Die auch ein Online-Gewerbe betreiben. Und das ist echt toll, weil wir wirklich alle das gleiche Ziel haben. Ja? Wir machen etwas anderes, aber die Prinzipien, die wir anwenden müssen, um erfolgreich zu sein, sind bei allen gleich, ja? Und so unterstützen wir uns gegenseitig und wir tauschen uns aus, wir geben einander Tipps, wir muntern einander auf, wir geben einander Motivation und Inspiration. Und deswegen möchte ich auch mit euch über dieses Konzept reden, ja? Weil ich euch dies auch anraten möchte. Wenn du ein Ziel hast, das du erreichen möchtest,
Und dann ist mein Ratschlag, such dir Gleichgesinnte, die dir Kraft geben, die dir Motivation geben, die dir Tipps geben, die in dieselbe Richtung wie du gehst, gehen. Und dann wirst du viel erfolgreicher sein. Ja? Und falls du mehr wissen willst, also dieses Konzept Masterminds wurde, glaube ich, als erstes von Napoleon Hill erfunden. Oder er war der Erste, der in einem Buch darüber geredet hat, soweit ich weiß. Und das Buch heißt Think and Grow Rich. Auf Deutsch sowas wie Denke und werde reich. Und reich heißt finanziell reich, aber auch reich an Leben, reich an Erfahrung, reich an spirituellen Werten. Ja? Und das kann ich euch nur empfehlen, dieses Buch. Ich werde auch noch eine Rezension darüber machen, aber das in einem anderen Video. Und ja, das ist also dieses Konzept von einem Mastermind kann ich nur empfehlen. Ja? Such dir Gleichgesinnte, egal was dein Ziel ist im Leben, und bestimmt machst du das auch schon. Ja, du nennst es nicht Mastermind, aber es ist natürlich klar, wenn du zur Uni gehst, dann hast du andere Studenten, mit denen du zusammen lernst. Und auch wenn du arbeitest, dann hast du vielleicht Kollegen, mit denen du dich austauschst. Und ja, und die Idee ist jetzt eigentlich nur, wenn du das in einem Bereich noch nicht hast, dann kannst du ja vielleicht überlegen, das ist nur eine Idee, ob du nicht dieses Konzept auch in diesem Bereich anwenden kannst, ob du dir nicht auch in anderen Bereichen Gleichgesinnte suchen könntest. Ja? Ich möchte es kurz machen. Ist ja eigentlich auch ein einfaches Konzept, aber es kann eine sehr große Wirkung haben. Und zum Schluss möchte ich noch kurz meiner neuen Förderin danken, Barbara. Vielen Dank, Barbara. Wenn du diese Videos hilfreich findest, ja, wenn du sehr viel aus diesen Videos gewinnst, ja, dann würde ich mich freuen, wenn du auch mal auf die Patreon-Seite gehst und mir nicht auch einen kleinen Beitrag gibst, damit ich dieses Projekt auch im nächsten Jahr noch weiter verfolgen kann und dass ich auch in den nächsten Monaten regelmäßig ein Video pro Tag produzieren kann. Das kann ich nur mit eurer Unterstützung. Okay, und das war's jetzt für dieses Video über Masterminds. Ich hoffe, es war hilfreich für dich. Ich hoffe, es war inspirierend. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Ideen gegeben. Und wir sehen uns morgen. Tschüss. Eine kleine Bitte zum Schluss. Hat dir dieses Video gefallen? Bist du in Foren unterwegs oder in Facebook-Gruppen oder in anderen Gemeinschaften, in denen es darum geht, Deutsch zu lernen? Nun, mir würde es sehr viel helfen, wenn du in diesen Foren oder Gruppen meine Videos teilen könntest. Ja? Also wenn dir dieses Video gefallen hat oder wenn du ein Lieblingsvideo von mir hast und davon sehr viel profitiert hast und mit mir Deutsch lernst, dann fände ich das toll, wenn du sie teilen könntest. Ja? Teile sie mit deinen Freunden, teile sie in Gruppen, teile sie in jeder Gemeinschaft von Deutschlernenden, in denen du dich befindest. Wenn du vielleicht zu einem Deutschkurs gehst, ja, dann kannst du auch meine Videos teilen und das fände ich total super, wenn du den Leuten von mir erzählen würdest. Okay? Das würde mir sehr viel helfen und ich wäre dir total dankbar dafür. Danke schon mal im Voraus und
Wir sehen uns morgen. Tschüss.